zeigt Schmuck auf einer ganz anderen Weise, als man normalerweise verbindet mit Schmuck. Schmuck wird normalerweise verbunden mit Schönheit, mit sich selber darstellen. Das Ziel mit diesem Ausstellung ist, Schmuck zu zeigen, die mehr Inhalt haben. Alle Künstler, die eingeladen sind, sind Künstler, die sich mit Ideen beschäftigen. Also die verwenden also Schmuck als ein Ausdruck von Ideen. Also die Materialien steht ja auch im Verhältnis zu der Idee. Deswegen sind die Materialien auch anders, als was man normalerweise erwartet von Schmuck. Ja, zum Beispiel also die Schmuckarbeiten von Stefan Häuser. Er hat ja Materialien wie Menschenfett gewählt aus der Hüfte, womit er dann diskutiert, was ist Schönheit. Manche Leute bezahlen, um Fett wegzukriegen, und andere bezahlen, um Schönheit zu bekommen. Also in diesem Fall bezahlt man, um zu bekommen, was die anderen, das ist schwierig zu erklären auf Deutsch, wofür die anderen bezahlt haben, wegzukriegen. Also es ist eine Diskussion über Schönheit. This was actually a dream. Oh, I want to have a beautiful exhibition in Munich that with some Norwegians and some German artists. And it's finally come in this beautiful museum. I think Munich is the most important city in, actually in the world, where jewelry art is going on. Well, we wanted to be in a museum, not in an art gallery. We also wanted to be in a exhibition space that has nothing to do with jewelry. This is to show it to a different audience and to sort of bring it in a different context to make the statement maybe that art jewelry is art, not just jewelry. I think the use of materials or untraditional materials and really good craftsmanship and concept, like they all, either they're really good in technique or they are like far out in conceptual work. I think that's the special thing about this exhibition. Also what is important is the technical skills. If you see, look at Oimi Chen's work, you know that all the hair is gold-plated by hand. I don't know how she does it, but it's incredible. That's just a little element, because everything in this exhibition is fantastic. And I'm so happy.